Was ist das für ein eigentlich gewesen, wo ich da drin war? Einer hat seine Cappy verloren. Du bist auch komplett lost in deinem Kopf, ne? Ach, guten Morgen YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend. Wir sind gerade bei unserem Elektrogeschäft des Vertrauens. Keine Ahnung, warum ich überhaupt noch hierher komme, weil es ist nicht besonders gut hier. Ah, Mann, zickzack, ich krieg das jetzt nicht rein, oder? Das habe ich mir nicht gut überlegt. Wir sind auf jeden Fall hier bei diesem Elektrogeschäft, nennen wir es einfach mal. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich hier überhaupt noch herkomme, weil es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob das Rufmord ist oder so, aber der Laden ist nicht besonders gut. Ah, Mann, ich habe einen großen Fehler gemacht. Oh nein, bitte, bitte fallt nicht runter. Bitte geht nicht kaputt. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Okay, gut. Wie kriege ich dieses Ding hier rein? Geht es so? Bandskasten raus? Braucht eh kein Mensch. Wird schon nichts passieren. No joke, wie mache ich das jetzt? Diggi, ich krieg den nicht rein. Oder? So, so geht's. Ich hätte mir das vielleicht davor überlegen sollen. Wenn jetzt die Frage aufkommt, warum ich mir Kopfhörer gekauft habe, die sind nicht für mich, die sind für Semo. Semo war schon einmal in einem Video dabei. Wenn ich es finde, dann werdet ihr es jetzt sehen. Ich frage mich gerade, warum ich mir dachte, dass das eine gute Idee ist. Bitte geh einfach nicht kaputt. Mehr will ich gar nicht von dir. Das wird schon halten, oder? So, jetzt nach einer Minute können wir auch losfahren. Natürlich Uhr nicht dabei. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehmen kann. So, warum ich das Headset gekauft habe, ich glaube, ich habe das noch nicht erklärt, oder? Falls ja, dann tut es mir leid, dass ich mich jetzt wiederhole. Falls nein, dann hört ihr es jetzt. Aber ich dachte mir, komm, mach ihm doch mal eine Freude und gönne ich ihm Headset. Und eigentlich wollte er ein kabelloses, ist auch eigentlich ganz okay so. Dachte ich mir, komm, gehst zum, ich will jetzt den Namen nicht sagen, Elektrohändler deines Vertrauens, wo du immer bist, wo du bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht hast, und besorgst ihm dort ein kabelloses Headset. Wird ja nicht so schwer zu finden sein. Erstmal ganz kurz das Logitech, was ihr da hinten seht. Übrigens, Video ist nicht gesponsert, bevor die Landesmedienanstalt oder so jetzt hier angerollt kommt wegen Schleichwerbung. Ich krieg keinen Cent für dieses Video. Auf jeden Fall, ich war in diesem Geschäft drin und dachte mir, so, holst dir Headsets. Dann bin ich zu den Headsets gegangen. Die hatten gefühlt 5 Headsets zur Auswahl. Eins davon so ein ultra billiges Ding, was sich niemandem antun will. Ein übertrieben teures Razer-Ding für 120 Euro oder sowas. Ich kaufe safe nicht ein Headset mit Kabel für 120 Euro, Digga. Spinnen die oder was? Dann gab es noch das Logitech, noch ein billigeres Logitech und ein Bluetooth-Headset. Nur ein einziges in diesem ganzen Laden gab es ein Headset, was kabellos war. Und natürlich stand kein Preis da. Bei gefühlt der Hälfte der Artikel, die da sind, steht einfach kein Preis da. Also musste ich googeln, wie viel dieses Headset in ähnlichen Geschäften kostet. 350 Euro! Aber zickzack, Semo, es tut mir leid, aber ich gebe nicht 350 Euro für ein kabelloses Headset aus, wenn man von Turtle Beach eins für 100 Euro bekommen kann. Aber natürlich hat dieser Elektroladen meines Vertrauens kein solches Headset auf Lager. Nein, sondern nur 5 Stück. Von denen ist eins kabellos und es kostet 350 Euro, Digga. Und das ist mir gefallen. Meine Schwester hat mir gesagt, ich soll noch Glühbirnen kaufen. Deswegen habe ich so viele Glühbirnen dabei. Und eine Powerbank habe ich mir gekauft. Und dann wollte ich mir ein neues Ansteckmikro kaufen. Ein Ansteckmikro. Ein Ansteckmikro. Haben die nicht. Das Ding kriege ich für 2 Euro auf Amazon und ihr habt den nicht. Was ist das für ein eigentlich gewesen, wo ich da drin war. Was ich aber schon heftig traurig finde, ist dieses wirklich billig Video vom Montag von 60. Übrigens 60 beste Mannschaft an dieser Stelle. Ich glaube, die haben sogar gewonnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Video, was ein Arbeitsaufwand war von, lass es maximal eine Stunde gewesen sein für alles. Ja moin, 60 Klicks, Digga. Was los? Und dann nicht mal so billig Klicks, sondern das Video wird halt fast ganz geschaut. Natürlich im Vergleich zu den anderen Videos ist die Watchtime nicht gut. Das liegt halt wahrscheinlich daran, dass das Video nur 2,5 Minuten geht. Aber warum hat es 50 Klicks und die anderen Videos schaffen 20? Aber na zickzack, was mache ich eigentlich falsch? Einer hat seine Cappy verloren. Oh nein. Du wirst nicht vergessen werden, Cappy. Keine Sorge. Ah, im Übrigen, im letzten Video mit diesem Ehrenmann am Ende, der mich nicht reingelassen hat in die Lücke. Digga, ich war einfach schon auf der linken Fahrspur. Das ist mir erst aufgefallen, als ich das Video geschnitten habe. Ich schaue so, ich so, yo, ich stehe einfach auf der linken Fahrspur und der überholt mich auf der linken Fahrspur, während ich da bin. Es ist nicht mal so, dass ich von der rechten nach links rübergezogen bin ohne Blinker. Ich stehe auf der linken
und du überholst mich. Wie ehrenlos muss man bitte sein, Digga? Maschallah, Digga. Ja. Du bist auch komplett lost in deinem Kopf, ne? Und der alle dumm im Kopf. Der eine fährt über Rot, der nächste fährt über Rot, Mann. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Maschallah, Digga. Der Verabschiedung war ich stehen geblieben, ne? Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.